Das Mobilitätsdatengesetz soll regeln oder soll es einfacher machen, Bus und Bahn zu benutzen, dass man die einfachen Tickets buchen kann, dass man die Verkehrsmittel einfach besser, alle Verkehrsmittel besser zusammenschalten kann, nutzen kann, dass die Reiseketten leichter werden sollen. Darum geht es, um Fahrgastinformationen im besten Sinne. Das Verkehrssystem quasi effizienter, leistungsfähiger, auch ökologischer, ich weiß, da gehen Sie auch gleich ab, ökologischer, sozialer und insgesamt auch wirtschaftlich sinnvoller aufgestellt wird. Das heißt, im Kern mehr Mobilität bei vielleicht gleich viel oder gar weniger Verkehr. Der Datenschutz, wird an dieser Stelle fast gar nicht, und wir werden es natürlich durchgehend monitoren müssen, aber er wird fast gar nicht berührt sein, weil es eben nicht um Personendaten geht, sondern um Verkehrsdaten. Wo steht ein Bus? Wo steht eine Bahn? Das ist Mobilitätsdatengesetz, nicht das, was Sie da gelesen oder auch nicht gelesen haben. Naja, trotzdem gibt es viele offene und komplexe Fragen, das sei erwähnt. Es geht darum, was ist Echtzeit? Geht es darum, dass es 2 Minuten sind, 20 Sekunden oder einfach nur keine künstliche Latenz? Das Zusammenspiel mit der EU-Gesetzgebung, hochkomplex, und deswegen verstehe ich auch das BMDV, dass es da ein bisschen struggelt, hier im Zeitplan zu bleiben, auch wenn ich das natürlich trotzdem nicht gleich entschuldigen will. Es geht um ja, Open Data, und da fange ich an, beim Unionsantrag ein bisschen zu zucken, weil das da ein bisschen der Moment ist, wo man das Gefühl hat, Sie sagen, waschen Sie mich, aber machen Sie mich nicht nass. Was sind denn aus Ihrer Perspektive öffentliche und was dann private Unternehmen und Daten? Ist die Bahn als staatseigener Aktiengesellschaft, ist die öffentlich, ist die privat? Ich würde sagen öffentlich. Wie ist es mit IOKI? Das ist so ein Subunternehmen der Bahn. Da öffentlich oder privat? Daten offenlegen oder nicht? Was ist mit der Konkurrenz von IOKI? Moja, die gehört dem VW-Konzern. Da würden wir jetzt wahrscheinlich sagen privat. Aber der VW gehört zu 20% Niedersachsen. Machen Sie da eine Zwischenregelung? Also da äußern Sie sich in diesem Antrag nicht. Und das sind noch die leichten Beispiele. Wie sind wir mit dem Bergkönig? 50% Daimler gewesen, 50% BVG. Was machen Sie damit? Oder in Uckermark. Ein Landkreis wird das Busunternehmen privat beauftragt. Ein privates Busunternehmen in Templin fährt es öffentlich. Das eine Busunternehmen soll Daten veröffentlichen, das andere nicht. Das ist komisch. Da müssen alle Verkehrsdaten auf den Tisch, damit es zu funktioniert. Und deswegen, der Unionsantrag wird uns nicht helfen.